Ach ja, was für eine wunderschöne Landschaft. Ja. Und was für wunderschöne Bugs. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und ich gehe mal ganz kurz wieder hier runter und in die Wohnung, wie ich jetzt eigentlich ganz eigentlich hier reinkommen soll. Wow. Was geht denn mit Zombies los? Ich habe echt keine Lust, mich hier auf diesem Balken mit Zombies zu kloppen. Genau aus diesem Grund! Mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Es kam von da. Ich werde mich so bewegen. Lass mich! Wir müssen auf jeden Fall Boots holen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Tür zu! Was ist denn hier noch drinnen? Ach, eine Runde nichts, natürlich. Hätte ich ja selbst drauf kommen können. Ich schließe mal vorsichtshalber alle Türen. Wir wollen ja kein Risiko eingehen. Und dann schlafen wir mal kurz eine kleine Runde. Ja, also ich bin jetzt hier fröhlich munter nach der Arbeit am Werkeln und dachte mir, hey, los, jetzt nimmst du mal auf eine Runde. Wir sind in Folge 601. Die 601. Folge ist jetzt vorbei. Ihr habt jetzt gesehen, was passiert ist, so genau, und ja, jetzt sollte es eigentlich auch mal losgehen mit Basteln, ne? Wir schauen mal ganz kurz, was haben wir denn hier an, da steht ja erstmal die Kiste, mit die wir noch hatten, ups, die soll erstmal da stehen bleiben, aus diversen Gründen, die mir jetzt momentan unerfindlich sind, und ich habe hier ein bisschen Eichenholz, so, gut, okay. Und ich bräuchte was zu essen. Moment, das haben wir auch noch. So. Oh, okay, wir sind jetzt hier mit einer Musik, die ein wenig komisch ist. Moment, ich werde mal ganz kurz gucken, was das gerade ist. So. Das war ganz lustig. Ja, ich bin ziemlich gut drauf. Ich weiß nicht warum. Eigentlich ist es ein harter Tag gewesen heute. Und ich habe gerade mein Fahrrad geschrottet und ich habe auch ein Thema mir eigentlich zum Reden ausgesucht heute so ein bisschen, was negativ ist. Und habe auch gerade einen negativen Kommentar gehabt unter den Videos. Aber alles in allem bin ich heute irgendwie gut drauf. Ich weiß nicht warum. Ich bin motiviert aufzunehmen und, also ich bin ja, weißt du, eigentlich immer motiviert aufzunehmen. Also sonst würde ich ja nicht aufnehmen, wenn ich nicht motiviert wäre. Das ist übrigens wirklich so, wenn ich nicht motiviert zum Aufnehmen bin, dann nehme ich nicht auf. So passiert es dann manchmal, dass ich 2, 3 Tage unmotiviert bin. Und dann halt auf den letzten Drücker aufnehme, aber ich nehme immer motiviert auf. Hey! Man hat ja nicht jeden Tag Lust mit, auf ein bestimmtes Spiel. Ja, also worum wollte ich heute reden? Und zwar ist mir heute so aufgefallen, wieder einmal, wie an jeden Tage, dass ein Kaffee neben mir steht, den ich eigentlich trinken wollte. Moment, bevor es losgeht, trinke ich noch einen Schluck Kaffee. Moment, ich will, holen wir es mir der Bäume. Also holen wir uns der Bäume hier. Dann können die Bäume decayen, dann raufen wir eine Runde, holen uns die Setzlinge. Können uns gleich noch ein bisschen Gebüsch hier abzuppeln. So, jetzt will ich mal ganz kurz ein Stück Kaffee gönnen. Ah, sehr schön. Später abends, ich muss heute lang durchhalten. Wollen wir ein bisschen Gezüppel abschrubbeln. Ein Deutsch auf. Das ist ein Deutsch ohne Gleichen. Gezüppel abschrubbeln. Vorher nicht gehört. So, hier nehmen wir uns noch ein bisschen da. Frage, kann ich damit? Ne, kann ich nicht. Wäre es ja die gewesen, wenn ich mit der Schmidt, aber mit einer Mutsamkeitsaxt Schnee hätte ernten können. Andererseits wäre es auch unlogisch gewesen. Aber okay. So. Mensch. Ja, also mir ist mal wieder aufgefallen, da bin ich auf Arbeit gefahren und da war so ein kleiner Junge mit seiner Oma, wirklich so ein ganz kleiner süßer Junge, da hast du gedacht, oh, wie putzig. Und dann hat die Oma ihn halt, sah halt wirklich so wie so eine freundliche Oma aus, da hat sie ihn halt freundlich darauf hingewiesen, Vorsicht, mein Kleiner, pass auf, da kommt einer. Und der Junge nur wirklich rotzfrech, und da habe ich echt den Kopf gegriffen. Ja, Oma, ich hab's gesehen, du musst mir das nicht sagen. Und da habe ich mir gedacht, alter Schwede, was ist denn da los?
Und das ist nun wirklich, also wenn man, habe ich mir so in meinem Kopf mal drüber gemacht und dachte, kannst ja mal ein Let's Play ansprechen. Das Schlimme ist, das ist eigentlich nicht mal mehr unnormal heutzutage, dass kleine Kinder, es tut mir leid, wenn du jetzt auch etwas jünger bist als Zuschauer. Das gilt ja nicht prinzipiell für jeden jungen Zuschauer, aber man sieht es halt oft, dass Kinder halt immer früher anfangen, aufmüpfig gegenüber ihren Eltern zu werden. Oder allgemein in irgendeiner Art und Weise, es muss ja nicht mal aufmüpfig gegen Eltern sein, es muss in irgendeiner Art und Weise halt sich erwachsener benehmen, als sie eigentlich sein sollten. Wobei Aufmüpfigkeit jetzt nicht unbedingt eine Erwachseneneigenschaft ist, die man feiern sollte. Und da habe ich mir halt so meine Gedanken gemacht, so, das spiegelt sich ja meistens, also man kann ja sagen, das spiegelt sich auch in den YouTube-Kommentaren wieder. Mein Lieblingsbeispiel, mal, ihr wisst es ja mittlerweile, die mich schon ein bisschen länger kennen, zuhören und so, die wissen ja, wenn ich über Aufmüpfigkeit, über die Jugend und sowas rede, spreche ich da meistens die YouTube-Kommentare an, weil man es da einfach für den Let's Play-Stil, den wir hier führen, am besten mitbekommt. Und da habe ich so mir vorhin überlegt, dieses typische in den Kommentaren aufregen und auf Kommentare antworten. Und da hatte ich dann gerade wirklich, als ich nach Hause kam, es muss wirklich Zufall gewesen sein, da habe ich wirklich gerade, als ich nach Hause kam, ein negatives Kommentar unter meinen Videos gehabt. Ich möchte damit jetzt nicht andeuten, dass ich so perfekt bin, dass ich niemals negative Kommentare bekomme. Aber es ist doch jetzt nicht unbedingt häufig, dass ich ein negatives Kommentar bekomme. Und ich bin ja auch nicht zu abgeneigt gegen negative Kommentare. Kritik ist ja wichtig. Aber das war dann halt wieder so ein Kommentar, wo ich mir gedacht habe, okay, genau diese Art von Kommentar, genau darüber hast du auf dem Nachhauseweg gerade nachgedacht. Und zwar, ich mach grad mal ein bisschen vorsichtig, genau deswegen. Genau deswegen. Und zwar, ich möchte jetzt den richtigen Tonfall, den richtigen, ich möchte jetzt genau interpretieren. Ich glaube, es hieß, Mann ist da, nee, das ist, nee, irgendwas wie Mann ist das schlecht oder das ist schlecht oder, also ihr könnt euch schon vorstellen, so. Dann habe ich natürlich freundlich, wie ich bin, darunter geschrieben, was ist denn schlecht, was stört dich denn an dem Video? Er hat natürlich auch gleich ein Negatives nach unten gegeben, gut, okay, aber kann man doch sagen, was einem stört an dem Video, weil ich meine, ich kann ja keine Gedanken lesen, ne? Ja, ich habe noch keinen Rückruf von dem Herren, Frau, Dame bekommen. Ja. Und da habe ich genau über sowas habe ich heute nachgedacht und da habe ich mir so überlegt. Ist halt. Was ist das für Mucke? Achso, ich habe neue Musik reingepackt. Stimmt. Als eine der Entschädigungen für die lange Pause. Und das war wieder so ein Ding, wo ich mir gedacht habe. Ja, okay. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf so einen Kommentar zu antworten. Meiner Meinung nach sind es genau drei Möglichkeiten, auf so einen Kommentar zu antworten. Moment, ich muss erstmal neue Bäume pflanzen. Ich hätte jetzt einmal sehr unfreundlich zurückschreiben können. Was weiß ich jetzt mal. Also ihr müsstet mich eigentlich kennen. Sowas würde ich nicht zurückschreiben, aber ich könnte zurückschreiben, halt die Fresse, du Spast. War ganz blöde gesagt, ich könnte einfach zurückschreiben, halt die Fresse, du Spaß. Das würde mir ziemlich leicht fallen, ich könnte es einfach hinschreiben, fertig, dann hat sich die Sache so. Dann ist aber die Frage natürlich, wenn ich jetzt sowas zurückschreibe, dann erreiche ich entweder, und das ist das, was mich bei vielen YouTube-Kommentaren immer wieder, oder Facebook-Kommentaren, oder ICQ, oder was weiß ich, das ist das, was mich bei vielen Kommentaren immer verwundert. Warum die Leute nicht nachdenken, was passiert, was, wenn sie jetzt reinschreiben. Ich meine, gut, dann schreibe ich jetzt rein, halt die Fresse, du Spast. Was erreiche ich damit? Damit erreiche ich entweder, dass derjenige sich angegriffen fühlt und dementsprechend mir einen hitzigen Kommentar zurückschreibt. Ah, ich habe halbes Holz genommen, okay, warte.
Was mich am Ende dazu bringt, dass ich ihm wieder ein hitziges Kommentar zurückschreibe. Was ihn dazu bringt, mir ein hitziges Kommentar zurückzuschreiben. Und im Endeffekt haben wir nichts gekonnt, außer uns gegenseitig im Internet dumm zu machen, obwohl wir uns nie im Leben gesehen haben, nicht einmal wissen, wie wir eigentlich drauf sind. Vielleicht sind wir sogar ganz cool drauf und könnten uns sogar miteinander verstehen. Aber einfach aus der Tatsache heraus, dass einer mal ein dummes Kommentar gemacht hat, weil er vielleicht einen schlechten Tag hat oder so, schreibt man sich halt sowas zurück und dann ist es aus, ne? Dann tut man sich am Ende vielleicht noch blocken oder so. So, das war dann so eine Begegnung auf YouTube. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Ja, ne? Man könnte aber natürlich auch überlegen und schreiben und erstmal fragen, so wie ich das zum Beispiel jetzt gemacht habe. Ich habe ihn gefragt, ja, was gefällt dir denn an meinen Videos nicht? Mir war zwar klar, dass er in dem Sinne wahrscheinlich meinen Spielstil meint. Da er sich aber nicht klar geäußert hat, dachte ich mir, hey, schreib's einfach hin. Wenn er sich nicht äußern sollte dazu, dann kannst du das Kommentar auch einfach ignorieren. Weil das habe ich auch öfters, dass wenn du schreibst das hin, du schreibst zurück und dann kommt nie ein Kommentar zurück. Das heißt, die Leute haben dann, das sind dann so dieser Fall von Leuten, gerade einfach nichts Besseres zu tun gehabt, eine 5 Minuten Freizeit gehabt, nichts damit anzufangen gewusst, auf Facebook ein Video rausgesucht und es nicht für gut gefunden und einfach so einen Kommentar drunter geschrieben. Davon gibt es nicht unbedingt wenige von solchen Leuten und da muss man nichts drauf geben. Ja. Ah, jetzt funktioniert es gerade, hat es nicht funktioniert. Sprachfehler. Das verstehe ich doch ein bisschen spät. Ja, und dann gibt es natürlich noch das andere Kommentar, man kann es einfach ignorieren. Ich könnte es dementsprechend theoretisch auch einfach löschen. Wenn ich Lust dazu hätte, könnte ich das Kommentar einfach löschen. Aber ich lasse es natürlich drunter stehen. Es sei denn natürlich, es ist beleidigend oder rassistisch oder was weiß ich sowas, dann tue ich solche Kommentare natürlich sofort löschen. Aber da ist der YouTube-Filter ja eigentlich schon ziemlich gut. Ich weiß gar nicht, ob der YouTube-Filter das jetzt rausgenommen hat. Eigentlich müsst ihr das rausnehmen. Könnt ihr mal schauen, wenn ihr gerade das Video schaut und mal gucken wollt, ob das Kommentar da ist. Das ist unter League of Legends Folge 40 müsste das sein. Da müsste ein Du bist schlecht oder sowas stehen. Ich weiß nicht, ob es... Könnt ihr mir dann unter das Video schreiben oder unter dieses Video hier schreiben, ob ihr das sehen könnt oder ob der YouTube-Filter das rausgenommen hat. Wenn... Ich werde es wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch füllen, aber was weiß ich. Das ist jetzt nicht so, da in diesen komischen YouTube-Filter, da schaue ich einmal pro Monat rein oder so und gehe dann mal alles durch, weil es ist jetzt nicht so, dass ich so viele Kommentare, dass ich da täglich durchgehen müsste oder so, also momentan noch nicht. Ja, vielleicht cool, wenn man es irgendwann machen könnte, aber muss, aber momentan ist es noch nicht so das Problem. So, hier. Schneekugel mal aus dem... Ich will nämlich nachher noch Schneemänner masten, ich will hier oben ein paar Schneemänner spawnen lassen. Wie ist denn der Baustil hier? Alles klar. Wie hoch sind die Wände? Au! Viere. Sind es hier? Also sind es 4,5. Und hier sind es auch 4,5. Also 4,5 ist normaler Baustil. Und hier. Ja, okay. Können wir das so machen? Moment. Wenn wir noch ein bisschen was machen, ich habe ja genug Holz. Ja, das sieht doch gut aus. So. Dann gehen wir mal einfach 4 hoch. Was haben wir denn hier? Hier müsste... Ah, hier fehlt noch Holz. Alles da. Wie habe ich das jetzt hier gemacht? Habe ich da... Alles klar. Ich muss also wieder hier... 1, 2, 3, 4, 5. Autsch. So. Genau, so muss es sein. Dann mache ich mir hinten mal so ein Sicherheitsding, damit ich runterklatsche. Genau deswegen. So. Ups, habe ich aufgefangen. Ja, also wo waren wir gerade bei den YouTube-Kommentaren? Und das spiegelt sich halt überall wieder. In YouTube, ich nehme halt wie gesagt immer einen YouTube-Kommentar als liebstes, weil man, da kann es halt jeder. Ich meine, wer sich ein YouTube-Video anschaut, wird sich auf YouTube auch zurechtfinden können und wird das Problem mit den Kommentaren kennen. Und darum ist es eigentlich immer ein gutes Beispiel.
Wo könnte man das denn noch nehmen? Zum Beispiel bei